Aion, den Free-to-Play-Titel, einer der besten, wohl bemerkt. Mit mir, dem Steve, und mit dabei ist auch die Lisa. Sorry. Exakt. Und ja, kurze Vorgeschichte. Wir sind jetzt mittlerweile beim dritten Mal, diese Kacke hier anzufangen. Einmal lag es daran, dass ja, uns unser Charakter nicht, beziehungsweise mir meinen Charakter nicht ganz so gefallen hat, weil er sich gedoppelt hat. Und das zweite Mal lag es an meiner Inkompetenz, beziehungsweise an meinem scheiß Renderprogramm, was seine Aufgabe nicht gemacht hat, ist ja auch hetziger. Also, wir sind jetzt hier, erstellen uns einen Charakter. Es gibt zwei Spezies. Spezien? Spezies? einmal die Ilios, kurz gesagt, ja, die Guten, den Text könnt ihr ja hier lesen, wenn ihr auf Pause drücken wollt. Und die Asmodee, wir gehören zu den Ilios, und machen uns da gleich mal einen neuen Charakter. Die Lisa macht sich natürlich nebenbei auch noch einen neuen Charakter. In der Zeit, wo ich dann schon mal ein bisschen hinterherhinke, werde ich mal ganz kurz die Klassen noch erläutern. Also wir haben insgesamt sechs verschiedene Klassen. Zur ersten Klasse gehört der Krieger bzw. die Kriegerin. Halt später ab Stufe 10 werden alle Klassen oder jeder Charakter halt zur Deva weiterentwickelt, so nenne ich es mal. So, und ab Stufe 10 muss man sich halt pro Klasse halt in eine Richtung entscheiden. Bei der Kriegerin und Krieger können ab Stufe 10 entweder Gladiatoren werden oder halt Templer. Gladiatoren sind halt mächtige Nahkämpfer und geben halt voll auf die Fresse, und Templer haben halt hervorragende Schutz- und Verteidigungsfähigkeiten, kämpfen aber auch direkt an der Front. Dann haben wir die Speer bzw. Speerin. Ab Stufe 10 können sie halt entweder sich zum Assassinen entscheiden oder als Jäger bekennen. Die Assassinen sind halt mehr auf Nahkampf spezialisiert und ja, halt mehr so auf Schnelligkeit getrimmt. Jäger sind halt, Und verstecken. ja genau, verstecken. Jäger sind halt im Nahkampf sowohl auch im Fernkampf gut, hauptsächlich halt im Fernkampf, und geben halt von Weitem auf der Fresse. Mein Hauptschar ist zum Beispiel Jägerin, und Jäger sind halt voll geil, das ist zumindest mein Ding. Ja. Dann darf auch nicht fehlen der Magier bzw. die Magierin. Können ab Stufe 10 zum Zauberer oder sich halt zum Beschwörer entwickeln. Zauberer haben halt direkte magische Angriffe, und Beschwörer beherrschen halt so die Elemente Wasser, Wind, Erde und Luft. Feuer. Ja, Luft gehört ja mit zum Wind quasi, und halt beschwören halt Also, ihre Begleiter bzw. ja, Geister. Geister, genau. Und geben halt mit denen ordentlich auf die Fresse, und haben aber auch neben den Geistern auch noch auch direkte Angriffsfähigkeiten, oder? Wie ist es bei deinem Beschwörer? Ja, ich habe auch direkt noch. Okay, also gibt es nicht nur die Viecher, sondern auch noch. Nee, es gibt nicht nur die Viecher, du hast auch noch extra Attacken direkt. Okay. So, dann haben wir noch die Priester oder die Priesterinnen, die hier so, ja, sehr spektakulär dasteht, als wenn sie gleich von hinten genommen werden will. Können ab Stufe 10 entweder Kleriker oder Kantor werden. Kleriker sind halt ausgestattet mit hervorragender Heil- und Schutzfertigkeiten. Kantoren haben halt ihre eigenen Kampffertigkeiten und können halt ihre Mitstreiter bzw. Mitkameraden halt verstärken bzw. buffen. Dann, was Lisa wahrscheinlich nehmen wird, oder was du jetzt wirklich auch nimmst, ist Ja. der Ingenieur, eine der zwei neuen Klassen, die jetzt seit Update 4.0 mit dabei sind, beziehungsweise Ingenieurin, meine Fresse, können ab Stufe 10 halt nur in eine Richtung gehen, nämlich den Schützen, und ja, die gehen halt mit ihren Ätherkanonen bzw. Ätherrevolvern halt den Feinden aus Distanz mächtig auf die Fresse und können den Feind auch so richtig schön auf die Nerven gehen, was ich schon am eigenen Leib auch miterfahren musste. Aber oh, gut. Na, last but not least haben wir noch die Künstlerin, beziehungsweise den Künstler. Kann auf Stufe 10 auch nur in eine Richtung gehen, weil es halt die zweite neue Klasse ist, die seit Update 4.0 mit dabei ist. Und kann auf Stufe 10 halt in Richtung Barde gehen. Und
versüßen halt den Feind mit ihrer Musik und geben halt mit ihren Saiteninstrumenten auf die Fresse. Wie man sich das vorstellen darf, könnte ich ja mal den jeweiligen Klassen-Trailern mit ansehen. Die gibt es auf der Anion-Homepage, die ihr übrigens auch in der Videobeschreibung findet. So, genug gelabert, jetzt kommt der zweite Part der Geschichte, nämlich die Charakterstellung. Wir sind Krieger, beziehungsweise, ja, ich bin der Kriegerin. Ich weiß nicht, die männlichen Charakter sind jetzt hier nicht so mein Ding, beziehungsweise die Rüstung ist halt Ja, immer so ein bisschen langweilig. gut, ich muss schon sagen, die Rüstung sieht bei den männlichen Charakteren auch. Ist jetzt meine Meinung nicht gerade hübsch. Ne, ich finde die männlichen Rüstungsvarianten halt relativ langweilig, deswegen sieht das bei den Alter, Frauen hab ich öfter mal. dicke Möppis. Ah, dabei bin ich klein und wir haben einen fetten Arsch, das muss ich aber unbedingt ändern, ey. Leck mir Ein den großer Nippel hart. fetter Arsch, gell? Warte mal, wir machen eine harte Stimme. So, dann will ich erstmal nicht klein sein, was soll denn der Scheiß hier, ey? Wobei, also, gut, man kann klein sein, ne, das hat auch viele Vorteile. Aber ich bin nicht dafür für kleine Mädchen. Also, nicht. Ja, du bist heiß und klein und dich liebe ich, aber du gehst mir halt nicht bis zu den Knien, Schatz. Also, Sicher? Aber guck ja. mal, wer wieder voll Stimmt, du klein. wärst eigentlich so fast in perfekter Höhe für eine. Egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Machen wir jetzt erstmal hier Charakter. So, Leute, und da unser Charakter auch, uns bis zum Ende des Projektes natürlich begleiten soll, geben wir uns mit der Charaktererstellung natürlich auch die größte Mühe. Nein, ich vergewaltige nicht die komplette Optik dieser Frau, sondern gib mir wirklich Mühe. Ja. Da kommt Gollum raus, gell? Ja, so mit fast keinen Haaren, so grüne Hautfarbe, das wär's eigentlich noch, aber geht ja dann nicht. So, womit fangen wir an? Wir gucken erstmal, was haben wir hier so. Ich meine, ich weiß ja schon ungefähr, wie sie aussehen soll. Das ist ja schon mal, sitzt man nicht ganz so lange da. Da bin ich schon mal 3 Punkte weiter vorne. So. Was für ein Gesicht wollte ich denn? Genau, das Gesicht will ich. Wobei. Welches? Nee, ich habe jetzt hier erstmal von den Voreinstellungen das Gesicht genommen, das bearbeite ich danach dann immer noch ein bisschen nach. Zweite Reihe, vierte Tuse habe ich genommen. Und dann bearbeite ich halt Gesicht direkt in der Gesichtsform und so. Form. Muss ich mal gucken, was nehmen wir da. Ja, Leute. Das kann und wird jetzt einen Moment in Anspruch nehmen. 45 Minuten. Ja, so lange nicht, aber. Ja, apropos 45 Minuten. Also die Parts werden sich in der Regel so zwischen 20 bis 30 Minuten halten. Wenn es mal länger ist, ist das nicht schlimm, weil das Spiel wird auch noch einige Zeit gehen. Gehe ich mal von aus. Und ja, gut. Damit es mal eine längere Folge wird, ist nicht schlimm. So, jetzt bin ich hier aber ein bisschen. Ja, wobei, wir gucken mal. Was habe ich eigentlich in der Vorschau diese scheiß Rüstung an? Gib mir mal hier irgendwas, was. So kann ich nicht arbeiten. Ja, das ist gut. Damit können wir arbeiten. Ich mach mal ein bisschen böser vom Gesicht her. Also nicht gerade bessere Miene oder so, sondern sag mal mehr Augen und Lippenfarben. So ein bisschen grimmiger. Wie als wenn der Blick, den die gerade drauf hat, erinnert mich gerade irgendwie an wie fühlt sich das einmal? Ja, die Katze. Ja. Die hat das eine Mal genauso geguckt. Da hatte ich auch nur im Kopf, bitte töte mich. Alter. Ja. So, gut. Ja, Leute, sieht noch nicht spektakulär aus. Ja gut, das hängt jetzt von den Haaren ab. Ich muss jetzt erstmal die Haare machen. Sonst kann ich. Ich weiß nicht, ob das am Ende gut aussieht.
Haare, ich habe eine Vorstellung und die sollen auf jeden Fall so sein und irgendwie entspricht das nicht ganz meinen Vorstellungen. Was sind das jetzt hier alles? So, meine Möppis gehen bitte nicht wieder zurück. Ich hab keinen Bock auf Monsters zu sehen. Ja, meine wird auch eine. Deine bekommt Ultra-Ticket. Nein. Nein! Danke! Bekommt sie nicht. Warum soll die denn? Okay, Leute, tut mir leid. Das, ich brauche ein anderes Gesicht. Oh Gott, ist die hässlich. Okay, ne. Ja. Wenn du bei den Voreinstellungen... 1, 2, 3, vierte Reihe, vorletzte Tuse. Da klicke ich jetzt definitiv nicht drauf, das ist mein ganze Arbeit im Arsch. Ja, weiß ich. Das sieht man schon auf dem kleinen Bild, dass die, naja, ultra schön ist. Alter, Vater, was eine Vergewaltigung, ey. Ich meine, ne, wir wollen jetzt nicht diskriminierend sein, es sind ja nur virtuelle Figuren. So. Ach man, hätte ich mir Kleriker gemacht, hätte ich mich eiskalt Stuffsack genannt. Oh mein Gott. So, mal gucken, ist ja was für uns dabei. Nicht wirklich. Dann nehmen wir. Genau das nehmen wir. Dann werden wir mal wieder ein bisschen blass im Gesicht. Wobei. Nee, so muss gehen. So. Jetzt perfekt. Lippenfarbe. Oh ja. Das passt doch. So, weiter. Jetzt braucht die noch ordentliche Haare. Auf dem Kopf natürlich. Ja. Oh ja, doch, das ist gut. So. Sagen, damit habe ich es eigentlich gut getroffen, oder? Oh Leute, fickt das wie Evil Bombe ist vergeben am Arsch. Wie wird das durchnehmen? Evil Bombe, Mann. Oh ja, geht auch. Sieht doch gut aus. So, hatten wir mal hier. Machen wir am besten. Wo. Wobei, ne, kann werden. Ernsthaft? Was denn? Blackdemon, schwarzer Dämon. Ein Charakter mit diesem Namen existiert bereits. Wollt ihr mich verarschen? Na, kannst du mal sehen, ne? Ernsthaft? Da fällt mir mal was Geiles ein und dann ist diese Rasse schon vergeben. Na Leute, na, die Schnitte ist das zum Anbeißen, ne? So, Lass mich raten. Lass mich raten. Alles mit Dämonen ist schon vergeben. Höchstwahrscheinlich, ja. Wobei, warte mal, die hat keine Miene. Mal sehen. Nee, lächeln sollst du nicht. Wow. Rote Dämon existiert natürlich nicht. Cool. Ich bin den Amt so nicht. Wobei, die kann ruhig so bleiben. So, damit wäre dieser größte Teil schon getan.
So, jetzt kommt die größte Herausforderung, nämlich der Name. Ja, wie nennen wir unsere? Ich hab was, sogar mit Dämonen. Lasst uns das jetzt beenden. So, ich hab einen Schatz, ich bin gleich wieder da. Ja. Wie bitte? Richtig auch. Nehmt dies. Das klingt auch gut. So, jetzt gucken wir uns nochmal die V-Schraube an, ob das auch so passt. Also keine Sorge, unsere Rüstung, bis wir mal so eine Rüstung hier haben, wird so ein bisschen dauern. So, ich finde unsere Tuse geil. Können wir ruhig so lassen. Auch mit Kleid sieht die okay aus. Mappies, wollen wir Mappies noch ein bisschen größer machen? Ja, so geht. Reicht. Nicht übertrieben groß. Sonst nicht schön. Geile Nahschatze. Gut. Anstellen. So Leute, da seht ihr mal. Wir spielen das Spiel nämlich ein bisschen härter. Mein Hauptcharakter ist nämlich hier. Meine Jägerin. Die Barde ist unser... Ja. So unser Charakter. Das ist unser zweiter... Zweitcharakter, also das soll mein zweiter Hauptschar werden. Das war vorher der Let's Play-Charakter, wohl bemerkt. Das... Mit ihr weiß ich noch nicht, was ich mache. Mit Misaki weiß ich auch noch nicht wirklich, was ich mache. Damit hänge ich nämlich gerade ein bisschen. Und Gandalf ist auch nochmal so... Ja. Einfach, um nochmal eine neue Klasse reinzukriegen. Mit Red Spinel werden wir gleich fortfahren. Komm auf die Uhr. Ja, jetzt haben wir den ersten Part vorbei. Ja doch, warte mal. Fangen wir schon mal an. Starten wir mal. Genießt die Cutscene. Okay, starten wir nicht. Kurzer Cut.